Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter Online. Heute werden wir endlich herausfinden, ob wir überhaupt euch hier mit ins Spiel reinbringen können. Erstmal klicken wir hier drauf, gucken, was unsere aktuelle Aufgabe ist, weil jetzt haben wir es endlich geschafft, wir brauchen dieses Tool nicht mehr so oft. Wir müssen jetzt einfach nur gucken, was unsere Aufgaben sind. Räumen Sie das unterirdische Monsternest 6 auf. Die Zufluchttechnologie kann nicht erwähnen, welche Art von Gefahr im Boden sein wird. Wir haben ein Risiko. Lassen Sie die Anwohner nach dem Training den Bereich aufräumen und vertreiben Sie die Eindringlinge. Okay. Wird es jetzt abgeschlossen? Ja. Das ist abgeschlossen. Toll. Was ist jetzt unsere Aufgabe? Heben Sie den Hauptkontrollraum auf Stufe 2 an. Endlich ist der letzte Schritt des heutigen Trainings erreicht. Jenny braucht uns. Führen Sie ein Upgrade für den Hauptkontrollraum durch. Machen Sie sonst keine Fehler. Es ist den Verlust dieses Assistants wert. Juhu, was sagst du? Bewegen Sie den Hauptkontrollraum auf Ebene 2. Endlich kam der letzte Schritt des heutigen Trainings. Jenny braucht uns, um ein Upgrade auf den Hauptkontrollraum zu machen. Machen Sie keine Fehler oder der Assistent musste einen Verlust erleiden. Alles klar. Und was bedeutet das hier mit dem Pfeil? Gehen. Okay, gehen wir. Level up. So, wir sehen hier einige Voraussetzungen. Das müssen wir definitiv übersetzen. Damit wir wissen, worum es hier geht. Der Grad des Wohlstands ist 3. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall 3. German Restaurant? Das Restaurant ist ein deutsches Restaurant? Kampftraining 0 von 0. Das stimmt doch gar nicht. Das hier ist Kampftraining. Ebene. Okay, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Was ist das letzte gewesen? Kampftrainingsplatz. Ah, ein Kampftrainingsplatz bauen. Das vorletzte, das war auch ein bisschen kryptisch. Sollte echt vieles eher einzeln leveln. Restaurant. Also, wir mussten ein Restaurant bauen und einen Kampftrainingsraum bauen. Da stehen also die Voraussetzungen, die wir brauchen. Das sind höchstwahrscheinlich die Stromkosten. Upgrade-Materialien, Strom, ja. Das heißt, die Ressourcen, die wir haben, sind dieses Mal anders zu verwerten. Ne? Zeit zum Upgrade erforderlich. 1. Ist das eine Stunde? Was hat dieses Symbol hier zu bedeuten? Keine Ahnung, übersetzt er nicht. Na egal. Plus 90. Was ist das hier? Ach, ich habe mal wieder die falsche Taste gedrückt. Ich bin Profi. Wohlstand plus 90. Das heißt, das sind die Erfahrungspunkte sozusagen. Und was haben wir hier? Upgrade der Hauptkontrollraum, andere Raumebenen, Kappe und entsperre neue Zimmertypen. Ah, das sind die Zimmertypen, die wir entsperren können. Wir gucken uns das auf jeden Fall an, was wir hier entsperren können. Da haben wir zum einen freischaltbar. Ah, okay. Ich will den Namen des Raumes haben. Dieses Symbol bedeutet freischaltbar. Das ist ein anderes Symbol, oder? Das müssen wir uns gleich mal gucken. So, was bist du für ein... Falsche Taste, Zero. Du bist ein Genie. Okay, lässt sich nicht übersetzen. Jo, geil. Also, lässt du dich übersetzen? Nö, das lässt sich. Okay, wir haben hier auf jeden Fall irgendwelche Räume. Müssen wir uns später angucken. So. Ach, eine Minute. Alles klar. Das hier, dieses Zeichen mit dem Ding hier unten bedeutet Minute. Alles klar. Okay, schauen wir uns mal um. Ich kann hier drauf drücken. Hier haben wir viele Informationen und Jenny wird uns nun erklären, was hier wirklich abgeht. Hier eine Zusammenfassung der kurzen Informationen. Die Erfahrung aus dem Bau des Gebäudes war und... Die beim Bauen eines Gebäudes gesammelten Erfahrungen sollen uns helfen, uns zu verbessern. Nur so kann Wohlstand erreicht werden. Was sind die Punkte für den nächsten, für nächstes Level Up? Das ist unser jetziger Wohlstand, nehme ich an.
Wenn das Wohlstandsniveau steigt, werden wir weiterhin freischalten. Ja, ist fertig. Mit dem Wohlstand des Niveaus der Verbesserung werden wir weiterhin entsperren, weitere Unterkünfte verfügen und Gebäude. Alles klar. Stufe 4. Ja, nice. Sie, du bist fertig? Huch, es ist alles sehr einfaches Training. Sie sind qualifiziert. Du bist fertig? Oh, das ist alles sehr einfaches Training. Sie sind qualifiziert. Dankeschön. Der alte Aufseher. Er verabschiedet sich jetzt. Gut gemacht, 56111. Die sind alle krank. Anzeige des Management-Computerberichts. Ihre Arbeit ist sehr gut. Dankeschön, Dankeschön. Behalten Sie diesen Schwung bei. Sie werden früher oder später beaufsichtigt von ausgezeichneten Unterkünften. Hehe. Alter, bist du krank. Halten Sie den Schwung hoch und Sie werden früher oder später einer sein. Ausgezeichnet. Tierheimaufsicht. Oho. Okay, ich soll einfach weitermachen, damit ich der Beste werde. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein schnapp ich sie mir. Sie müssen sehr müde sein. Woher weißt du das? Liegt das vielleicht daran, dass ich zu viel Energie hatte? Sie müssen sehr müde sein. Ruhen Sie sich erst morgen aus. Sie sehen müde aus. Ruhen Sie sich aber erst morgen aus. Wir haben zu tun. Ist doch alle krank. So, was bist du für einer? Was willst du von mir, Mädel? So, ja, toll, falsche Taste. Manchmal, ne? So. Shia, es wird gesagt, ein Bewohner einer unbekannten Zuflucht gewesen zu sein. Es ist schwierig, eine gute Behandlung zu bekommen, also ließ sie sich... Es war schwierig, eine gute Behandlung zu bekommen, also ging sie ins Tierheim. Also ließ ich mich alleine. Die Wanderung ist da, sein Fachwissen ist sie. Ermöglicht es ihm, in einem Wasseraufbereitungsraum zu arbeiten. Es reicht aus, um die Wasserproduktion stark zu steigern. Ich habe das Gefühl, dass man die Namen nicht umbenennen kann. Aber anscheinend kriegen wir die, oder? Ich habe keine Ahnung, warum die da drauf ist. Was soll das? Offensive Mannschaft. Ach, das ist mein Team! Es gibt also nur ein Team. Ein Team, Leute. Das heißt, nur die Besten von euch kommen rein. Alles klar. So, was haben wir hier noch zu stehen? Was steht unter meinem Namen, unter meiner ID? Bau einen verbesserten Raum, um einen Schutz für Wohlstand zu erhalten. Dann kann mir mein Wohlstand klauen. Okay, das finde ich ja nicht wirklich nett. Was steht hier? Du bist noch keiner Gilde beigetreten. Es gibt Gilden. WTF. So, was haben wir hier? Wettbewerbsranking. Das ist also mein Ranking. Ich habe höchstwahrscheinlich kein Ranking. Steht wahrscheinlich jetzt, du bist Kacke. Nicht auf der Liste. Na gut. Das ist mein Level. Was zum Teufel? Da steht immer dasselbe, ne? Das heißt, wir müssen nur 1-1 scannen. Ist auch immer NR. SR, S irgendwas ist. Aktuell Bewohner. Was bedeutet das? Gibt es dafür auch eine Übersetzung? Okay, ich kann das tatsächlich hier auf diesem Bildschirm mal übersetzen. Anzahl der Einwohner. Ah, alles klar. Das hat nichts mit meiner Stufe zu tun. Was haben wir hier? Forschungsniveau. Forschungsniveau, okay. Derzeit gibt es keine Forschungsnoten. Es gibt Noten für Forschung. Und das dürfte höchstwahrscheinlich der beste Spieler sein, den wir haben.
Oder der beste Mann. Ja, keine Ahnung. Whatever. Jetzt habe ich das Falsche genommen. So, was hat das zu bedeuten? Stärkster Bewohner doch, tatsächlich. Der stärkste Bewohner. So, und das ist Anzahl der Lobpreisungen. Okay, wir können Lobpreisungen haben. Also, ich muss sagen, vom Aufbau her scheint dieses Fallout Shelter fürs Late Game das bessere Fallout Shelter zu sein, weil es beim anderen Fallout Shelter einfach nichts mehr gab, was man hätte tun können. Und jetzt kann man hier halt wirklich auf PvP auslegen. Das ist das, was Fallout Shelter quasi gefehlt hat. Ja, cool. Wir haben jetzt das Ganze uns hier angeguckt. Der beste Spieler, das dürfte eigentlich ganz cool werden. Wir haben hier Sterne. Was hat das hier zu bedeuten? Gucken wir uns das hier mal an. Hintergrundgeschichte. Warum eine Hintergrundgeschichte? Resident-Einführung. Gucken wir uns mal die Hintergrundgeschichte an von der. Es wird gesagt, dass der Bewohner eines unbekannten Tierheims im ursprünglichen Tierheim nicht gut behandelt wurde. Also nur zu Fuß ist der Treck hier. Es wird gesagt, dass ein unbekanntes Tierheimbewohner im ursprünglichen Tierheim nicht eine gute Behandlung bekommen. So nur. Es ging, trudelte dazu. Seine Expertise ermöglichte es ihm, in einem Reinraum zu arbeiten. Aber hier ist wenigstens besser übersetzt. Ich habe keine Ahnung. Zu Fuß ist der Treck hier. Also er ist zu Fuß hergekommen. Er hat das Fachwissen, um in einem Wasseraufbereitungsrahmen zu arbeiten. Alles klar. Finde ich cool. Ist echt cool. Ah, das sind die verschiedenen Bewohner, ne? Ah, das sieht schon echt gut aus. Wobei, die Mädels sehen natürlich besser aus als die Kerle. Der sieht nämlich ziemlich verschwommen aus. Aber die Mädels sind alle klar. Ich find's auch cool, dass die Gesichter sind auch immer verschieden, ne? Ah, die Männer sind irgendwie mal gleich und leicht verschwommen. Keine Ahnung, die Mädels sehen immer alle so klasse aus. Keine Ahnung. Ja, cool. Was haben wir hier? Optionen. Uha, uha, uha. Hier haben wir Musik. Können wir ausmachen, wenn es uns stört. Hier haben wir Bildqualität. Was bist du? Niedrig. Medium, wer jetzt gedacht. Okay, gehen wir mal auf hoch. Ich meine, wir sind eh hier am PC, also was soll uns da passieren? So, was steht hier? Medium? Drücken. Ich hab gedrückt. Und jetzt? Hä? Hey. Oh Gott! Ich hab's kaputt gemacht. Jetzt nicht eingescannt. Dinge, die er nicht übersetzen möchte. Okay, keine Ahnung, was das bedeutet. Höchstwahrscheinlich drücken. Schieben oder nicht schieben? Das ist hier die Frage. Ob man die Produktion vorantreibt? Wieso nicht? Wieso sollten wir es nicht tun? Ob man die Mine zu schieben? Keine Ahnung, was das bedeutet. Ob man Technologie schiebt. Was sagt Yahoo dazu? Ob Push-Technologie. Was willst du von mir, Spiel? Bringt mir die Übersetzung nicht mal was. Ob körperliche Kraft zu schieben. Ob Push körperlich voll. Das ist ja wahrscheinlich alles Beschleunigung. Okay. Was haben wir hier? Lautstärke. So, das ist ja wie das.
Aufgabenerwähnung 7. Schließen. Das war aus Versehen. Ich bin verwirrt. Bildschirmaufnahme. Man kann Bildschirm aufnehmen. Schließen. Und das ist öffnen? Ach, Fotos. Ah. Was war das hier jetzt? Aufgabenerwähnung. Wir haben jetzt die Aufgabenerwähnung mal angemacht. Keine Ahnung. Und das hier dürften irgendwelche Sachen sein, die keine so interessiert. So, was zur Hölle geht jetzt hier ab? Sind das irgendwie Quest-mäßig Herausforderungen? Herausforderungen, ne? Individuell. Dinge, die man noch machen kann. Ah, cool. Kümmern wir uns später drum. Man kriegt irgendwelche Figürchen. Figürchen interessieren mich natürlich. Wettbewerbsfähige Hand. 5 Siege in der Arena. PvP! Okay, wir müssen uns angucken, was das hier alles bedeutet. Alle Erfolge. Das heißt, hier ist einfach alles mit drin. Und das dürfte das... das sind die PvP-Siege, ne? Ja. So, was haben wir hier? Können wir uns irgendwann fokussieren auf irgendwas? Bauleistung. Ah, hier können wir Dinge bekommen zum Bauen. Wenn wir zum Beispiel hier irgendwie 50 Gebäude bauen oder so. Was ist das? Die Leistung. Okay. Du? Kampfleistung. Alles klar. Das ist die Arena. Handlungserfolg. Quest. Okay. Und du? Soziale Leistung. Okay. An sich alles schon mal ganz cool. Nö. Wir haben uns jetzt hier 15 Minuten lang umgeguckt. Und ja, wir können bauen. Was bist du? Das sind unsere Leute, oder was? Mehr haben wir nicht. Wir haben nur diese 4 Leute. Das ist ganz schön wenig für den Anfang, ne? Keine Ahnung, was der einstelle. Das ist da, wo die gerade sind. Da können wir uns an die Symbole richten. Wir können Leute dazu holen. Weil die kosten etwas. SSR. Die Super Saiyajins. Ah, das sind die legendären. Okay. Das ist ein Hund. Erstmal das Einsammeln. Ja. Wir haben Dinge eingesammelt. Das erste Mal. So. Was... Hand, geh da weg, ich will das lesen. Was steht da? Alter, Hand, geh da weg. Ich will wissen, was da steht. So, das Obige ist die erste Lektion. Na gut, abliefern. Wir kriegen eine Lunchbox. Unsere erste Lunchbox ist hier übrigens Gold. Okay, gucken wir mal wieder. Ey, wir haben lange schon keine Lunchboxen geöffnet. Aber wie wir alle wissen, ich bin daran nicht gut, Lunchboxen zu öffnen. Dafür braucht man eigentlich keinen Skill. Aber mein Skill ist so niedrig, dass das wieder zählt. 800 Energy. Boom. 10 Luca-Cola Quantum. Und irgendeine Trulla kommt hier rein. Der Aufseher spricht mit mir. Jetzt wird's interessant. Der heutige Tag scheint gut zu verlaufen und die Leistung des Betreuungskandidaten ist ebenfalls sehr gut. Dann ist jetzt die Wende. Ich überprüfe und notiere die Kernausrüstung des Tierheims. Okay, Inventur. Durchziehen bitte. Ja, hier scheint alles gut zu sein. Ziemlich leer. Also 4 Bewohner.
Nun, es sieht nach nichts aus. Die Zuflucht läuft alles normal. Das Speicheroptimierungsgerät. Die Aufzeichnung zeigt auch die jüngsten... Punkt, Punkt, Punkt. Also es geht weiter. Warten Sie, dies... Was ist diese Nachricht? Was das... Oh nein, hör jetzt auf. Null. Null. Verdammt nochmal, dieses Ding kann nicht aufhören. Wieso, was macht es denn? Ja, sag doch mal was, Junge. Sag, was hier abgeht. Storytime. Schlecht, es sind nur noch wenige Minuten. Beeilen Sie sich und überlegen Sie sich einen Weg, sonst ist die Zuflucht beendet. Und ich. Ja, weißt du. Es gibt keinen anderen Weg. Das macht das aber dramatisch. Voll die Drama-Queen hier. Ich hoffe, jeder wird mir vergeben. Ja, verzieh dich mal. Oh mein Gott, die Wolte ist am Arsch. Ich hau ab. Haut rein, Jungs. Der haut jetzt ab. Sag ich doch. Auf Wiedersehen, Zuflucht. Ich hoffe, es geht dir gut. Du mich auch, Junge. Oh, was ist los? Ein Alarm. Was geht hier ab? Ich bin der Held. Die Vault ist offen. Der Aufseher ist verschwunden. Aber wir können jetzt auch raus. Oh mein Gott. Was ist hier passiert? Das Gerät. Da fehlt etwas. Er hat was mitgenommen. Lieber Zero One-Up, ich weiß, ich war immer der Aufseher. Doch jetzt bin ich's nicht mehr. Hau rein. Er stand da drin. Oh, wir kriegen Besuch. Das sahen eher nach den, wie heißen die Jungs nochmal? Hans-Dieter hier. Wie heißt hier Hans-Dieter? Die, Minuteman. Das sah nach dem Minuteman aus, ne? Das ist eine Katastrophe. So, öffnen Sie die Tür. Der Vorgesetzte ist weg. Gerät zur Ressourcenoptimierung vermisst. Es gibt auch eine neue Person, die die Zuflucht übernehmen soll. Gott, wir sind fertig. Da, die Minuteman kommen. Wusste ich's doch. Hab ich doch ganz genau gesehen. Mich jetzt verarschen, Junge? Gib mir dieses eine Wort und die Ausrufezeichen. Okay, ich tu mal so, als würde das Hilfe heißen. Da ist jemand vor der Tür. Sie wollen mich umbringen? Du, wer bist du? Was willst du von mir? Was willst du tun? Weißt du, lächelt, ist voll fröhlich. Oh mein Gott, er will mich umbringen. Er lächelt. Hallo, hab keine Angst, wir sind heldenhaft und nicht bösartig. Wir sind gerade in der Nähe, danach habe ich deine Bewegung hier gehört. Also komm und sieh. Klar, hast du sie gehört. Kannst du bitte schneller reden? Wir haben noch keine Zeit, die Folge ist eigentlich schon längst vorbei. Ich muss die Story auf jeden Fall weitermachen. Seien Sie versichert, wir sind wirklich kein Gangster. Wenn Sie es brauchen, werden wir unser Bestes geben, um Sie zu geben. Hilfe leisten. Zumindest scheint deine Zuflucht ein Problem zu sein. Das hört sich hier doch irgendwie ein bisschen böse an. Keine Sorge, wir sind keine Gangster. Und wenn sie uns brauchen, tun wir unser Bestes, um es dir zu geben. Ja, die besorgen es dir richtig, Jenny. Die gemeine Jenny, alter Schwede. Geben sie etwas Hilfe. Zumindest ihr Unterschlupf. Scheint das Problem zu sein. Na gut. Okay.
Entweder wollen sie Hilfe anbieten oder sie wollen Hilfe von uns. Mein Partner Stigi ist ebenfalls Ingenieur und sollte helfen können. Oh, ist doch nett. Kein Problem, wenn es sich wirklich um ein technisches Problem handelt, werde ich es mit Sicherheit lösen. Natürlich wirst du das. Du musst das tun. Ich werde in der Nähe patrouillieren, um sie über die Situation zu informieren. Wenn es gibt nicht viel Ärger in der Nähe, ich werde wiederkommen. Stigi, ich übergebe es dir hier. Ja klar, lass den Fremden hier rein. Ganz alleine. Den bringen wir auch nicht um. Nee, nee. Nein, verdammt. Ich muss es auslaufen lassen. Ich versuche immer doppelt zu klicken, damit es schneller geht, aber jetzt haben wir etwas verpasst. Hey, Frau, Sie haben eine Art Integrität, wie ich sehe. Stark und stark. Ne? Sie sind beides. Und ausgezeichnete technische Fähigkeiten. Die Gangster? Was für Gangster? Ich weiß, dass ich ein Gangster bin. Das musst du mir nicht sagen, Alter. Was machst du jetzt? Mann, ich will die Folge beenden. Hört auf zu labern. Ich überprüfe den Status ihrer Tür. Wie kann eine Frau wie sie leben? Wie kann das sein? Du wagst es zu leben? Ich überprüfe die Tür. Und wenn sie zugeht, dann komme ich rein. Oder wenn sie aufgeht. Keine Ahnung, sie ist auf. Deswegen gibt das alles keinen Sinn. Das heißt, sie wird mich höchstwahrscheinlich auch verlassen und mit ihm gehen später. Was hast du gefunden? Ja, wir haben gleich schon 30 Minuten, was ist denn los? Das Tor selbst war nicht beschädigt, aber die Rennstrecke hatte Brandspuren. Die Rennstrecke hatte Brandspuren. Okay, das heißt, im Boden waren Spuren. Dies ist nicht was Marihuana ärgerlich. Was hat jetzt Marihuana damit zu tun? Ich glaube, du hast ein bisschen zu viel davon genommen. Ich habe zufällig einige Teile. Ich kann es sehr schnell beheben. Mit Marihuana. Okay, gut. Hol mal dein Marihuana, Stegi. Alles gut. Ich passe so lange auf dein Werkzeug auf, versprochen. Aus Sicherheitsgründen sollten sie das Gate jedoch aufrüsten, um sicherzustellen, dass dies nicht in Zukunft der Fall ist. Dann gibt es so ein Leistungsproblem. Okay, das heißt, die Tür aufrüsten. Das ist wahrscheinlich, wenn du... Okay, gut. Okay, probieren Sie es jetzt. Schließen Sie die Tür. Tschüss, Stegi. Bleib, du und dein Marihuana bleiben mal da, wo sie sind. Okay, Freunde. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich muss mich beeilen. Wir haben jetzt 48 Minuten, 10 Minuten länger, als ich wollte. Aber ich möchte es halt nicht unterbrechen wegen so viel Text. Ich werde vielleicht ein bisschen mit dem Schnippeln. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.